Tun. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 21. Juni. Heute wieder ein Video. Die letzten Tage waren durch Feiertag, Verfallstage, deswegen gab es kein Video. Und wir gehen direkt rein. 13.300 mit einer 15er Box. Wir steigen hier ein. Und 13.292 gehen wir Short. 13.307 gehen wir Long. 0,009. Das Risiko und wir bleiben hier in diesem Chart, schauen uns die Blue Boxen von gestern an. Wie gesagt, gestern Wall Street geschlossen, deswegen ein sehr ruhiger Handel und wir sehen deswegen auch hier kleine Boxen in dem Bereich. So, jetzt muss ich erstmal alles hier ordnen. Vernünftig ordnen. So, den brauchen wir nicht. Den auch nicht, den nehmen wir mal weg. So, das sind die Wohlerboxen. Wir schauen jetzt gleich mal rauf, wann und wo kommen die Wohlerboxen rein. Zeitraum anpassen, 21. So. 13.290, das heißt, wir sind ein Tickchen tiefer als die Big Number, also 13.290 zu 13.275. Das die Wohlerboxen. Und jetzt gehen wir in den normalen Chartbereich rein, was wir jeden Morgen machen und schauen uns mal die Märkte an. Bitcoin bei 21.000 hat sich also wieder ein wenig erholt. Zickzack-Linie. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Also die kurzen Zeitebenen sehen wir auf Erholung. Und jetzt gehen wir eine Etage weiter, gehen einmal auf Ethereum. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Nächster Markt ist S&P 500. Ein Blick drauf, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also wir sehen, ähnlich wie die Kryptos auch, also die Märkte, die gefallen sind die letzten Tage, gehen leicht in Erholung. 4 Stunden Short auf der Technologiebörse, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Und jetzt gehen wir in Öl rein. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Und der letzte Markt, the good old German DAX 40, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Und wir haben ein Gap von gestern und das liegt bei 3,264. Das kurz der Blick hinter die Kulissen und wir holen unseren Chart hier raus, DAX Long im ersten Trade und wir gehen erst ab dem zweiten Trade auf angepasst. Wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen und wie es sich gehört, Holger, guten Morgen. Und dann hier haben wir das Fibonacci. Wann wir diese Fibonacci, wenn wir ein kleines Ausbruch haben, kommen wir hier nach oben und dann Ich vielleicht ein muss ganz Retest. kurz einmal wechseln, Jo. Maurice. So, wir sind im ersten Trade. Long, erster Trade Long, das war der Eröffnungstrade und somit verabschiede ich mich bei den YouTubern. Wir sehen Wow. die grüne Linie, da ist der Trade in den TP gelaufen und wir werden die Big Number ja dreimal pro Level traden und verabschiede mich jetzt bei den YouTubern, wünsche einen erfolgreichen Start und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Es ist 8:48 Uhr, also vor 9 Uhr hier.
zum Markt eröffnen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren.